Meine Mutter träumte mal davon, wie sie mit ihrem Vater redete. Sie saßen auf einem Hügel. Er wollte sich bei ihr für all die Gewalt entschuldigen, die er ihr und ihrer Schwester antat, als sie noch klein waren. Nachdem sie wach wurde, klingelte das Telefon. Es war ihre Schwester, die ihr davon erzählte, dass er verstarb. Ich bin die Katze und das ist die letzte Folge von Oktoberwix. Heute tauche ich ein letztes Mal für euch in die Dunkelheit mit der Frage, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Unterwegs bin ich mit Tobi von Go Outside und Tino von TE Adventure. Was uns heute passiert, wird mir erst beim Videoschnitt klar. Denn wir hatten eine Wärmebildkamera dabei, die die ganze Zeit aufzeichnete, aber kein Videomaterial hinterließ. Jetzt gerade. Also ich weiß nicht, ob ich es benutzen kann. Sanatorium, evangelisches Studentenheim, Sterbehospiz. Das Haus hat viel Geschichte erlebt. Ja, ich denke mal, die Nachbarn passen so tierisch auf wegen ganzen nagelneuen Heiztechnik hier. Und vermutlich deshalb ist auch die ganze Bude am Strom. Aber das Dach sieht einfach komplett runtergekommen aus. Sobald man es betritt, spürt man eine außergewöhnliche Atmosphäre. Einige empfinden es sogar als feindlich und erdrückend. Nachdem wir ein paar uns bekannte Urbexer-Paare zum Haus schickten, erhielten wir die gleiche Meinung darüber. Es ist etwas drin, es ist nicht freundlich und es will uns hier nicht haben. Da ist ein Ball. Dem musste ich mich annehmen. Es geht ja in den Wald. Wir suchten uns eine Uhrzeit mitten in der Woche aus, wo wir sicher sein konnten, dass alle bereits schlafen. Wir konnten es nicht riskieren, entdeckt zu werden. Ich melde mich, das wird hier zu heiß. Zu viele Fenster, zu viele geöffnete Türen. Wir dürfen nicht entdeckt werden. Wir bewegten uns vorsichtig nach ganz oben, zum Dach, in der Hoffnung, keine Hausbesetzer anzutreffen. Hier ist keine Bewegung. Das mit der Knoblauchzehe ist aber auch ein bisschen spooky, ne? Das mit der Knoblauchzehe in einem leeren Raum ging mir aber nicht aus dem Kopf. Wofür war es da? Denn es wurde dort nicht gekocht. Wie man sieht trotzdem alles mit der Wärmebildkamera. Also die Temperaturschwankung ist zwischen 13,1 und 12,9 Grad Celsius. Und wir haben mittlerweile Mitternacht. Das ist echt scheiße. Ich hoffe. Draußen? Ich habe ein Problem. Welches? Der nimmt den Strom von meiner Powerbank nicht an. War ich schon mittendrin, bevor ich überhaupt anfing? Meine Kamera, die kaum Akku hatte, nahm auf einmal keinen Strom mehr an. Wäre das von meiner noch von Tino seiner Powerbank? Bei Tino? Gingen aber beide Stromquellen. Ein gewöhnliches technisches Problem. Mein Akku ist nur noch bei 46% und irgendwie will meine Kamera nicht über die Powerbank geladen werden, was sonst auch immer funktioniert hat, einwandfrei, ohne Probleme. Aber ich habe zum Glück noch
paar Ersatzakkus bei. Wird lustig. Whatever, ich hab hier Flimmern. Ich hab hier tatsächlich elektrisches Fehlflimmern. So, ich bin zwar mit der App immer wieder sehr skeptisch, ob das überhaupt funktioniert oder nicht. Aber schon ein paar Mal sehr interessante Ergebnisse gehabt. Ich hoffe, mein Akku macht nicht gleich von der GoPro schlapp. Lauf! Das ist wirklich spooky. Lauf. Kaum habe ich sie angemacht, lauf. Okay, das sind sehr gute Vibes, damit kann man anfangen zu arbeiten. Ja. So, naja, wie fängt man da am besten an? Mit einer Begrüßung und dass man sich halt denjenigen Präsenz vorstellt, würde ich sagen. Hallo, ich bin die Katze und ich komme, um dir zuzuhören. Wenn du anwesend bist und Redebedarf hast, ich habe heute ein Ohr für dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du dich erkenntlich zeigst. Ich habe hier so ein bisschen was aufgebaut. Ich habe hier so ein paar Geräte, ein K2 Meter, ein EMF. Du kannst sie gerne ausschlagen lassen. Du kannst auch über mein Telefon mit mir reden und ich werde noch was rausholen. Damit kannst du zusätzlich, wenn es dir besser damit geht, auch noch mit uns reden. Ja, ich habe ja hier noch die Adventure, erhält gerade die GoPro und behält so das Auge auf den Akku-Ladestand und Go Outside ist auch nochmal zusätzlich mit einer Wärmebildkamera. Okay, wir haben jetzt 12,3, 12,4 Grad Celsius. Kann ich nochmal erklären? Hinter dir. Blinkt EMF? Hinter dir ist nichts. Okay, wie gesagt, das EMF zeigt auch so Temperatur ganz normal an. Ich habe hier Wünschelruten und die sind ganz gut beweglich, sieht man gerade, total toll. Also es dürfte jetzt kein großes Kraftaufwand für dich sein, sie zu bewegen, wenn ich Fragen stelle. Wenn ich Fragen stelle, kannst du mit Ja oder Nein beantworten. Zum Ja beantworten einfach überkreuzen und zum Nein auseinander. Ich gehe weg. Magst du nicht mit uns reden? Du kannst gern die Wünschelrute auseinanderziehen, wenn du mit Nein antworten möchtest. Rebecca. Hallo, Rebecca. Jonas. Sind hier mehrere anwesend? Könnte ich gerne auch über das K2 Meter oder über das EMF-Gerät erkenntlich zeigen? Oder halt die Wünschelrute. So habe ich die Sicherheit, dass ich wirklich mit jemandem spreche. Seid ihr gerade hier mit mir in einem Raum? Hier drüben. Wo genau denn? Rebecca, Louise. Sind das eure Namen? Ich gehe weg. Bleib bitte hier. Auf der Wärmebildkamera kennt man, wie GoOutside den Raum verlässt. Und ab hier gibt sie Stimmung. Denn die App wird auf einmal sehr hartnäckig. Ist das ein Zufall? Ich gehe weg. Magst du nicht mit uns reden?
Untergeschoss. Da ist Tobi. Mhm. Wollt ihr nicht lieber mit mir reden? Für Ja überkreuzen, für Nein auseinander. Näher. Seid ihr freundlich? Ist jemand hier anwesend? Ausschlag. Kostet es dir Kraft, mit uns zu reden? Untergeschoss. Was ist im Untergeschoss? Ist Tobi in Gefahr? Als Sino die Frage stellte, ob Tobi in Gefahr sei, weil wir nicht wussten, wo er sich genau aufhielt und wieso so lange, beschlich mich ein ungutes Gefühl. Ich wurde nervös. Mach mir Sorgen. Der hat schon zweimal Untergeschoss gesagt und Tobi ist gerade unter uns. Steckte vielleicht doch mehr hinter dieser fragwürdigen Stimme? Und gleich zu Anfang hat sie Epp gesagt, lauf. Und warum wiederholte sie sich so oft? Epp ist leise. Gar nichts mehr, oder? Gar nichts. Aber es war kurzer Ausschlag hier auf dem elektrischen Feld von 4. Ich weiß zwar nicht, dass so inwiefern der gerade 2 Meter hinter mir bewegt hat. Mein EMF erwachte zum Leben. Lag es vielleicht am intakten Stromkreislauf des Hauses? Ist jemand hier gerade mit mir in einem Raum? Du bist ganz schön lange weg. Okay, die Wünschelrute bewegt sich. Aber der EMF schlägt nicht aus. Wer ist gerade hier drin? Ne? Wer ist gerade bei mir? Der EMF, mein EMF-Gerät schlägt nicht aus. Wer ist hier? Wohnzimmer. Da war es wieder, das Wohnzimmer. Ja, das ist unten. Hallo. Hallo. Mit wem rede ich? Das EMF schlägt nicht aus. Das macht mir Sorgen. Mit wem rede ich hier? Bist du böse? Für Nein auseinander, für Ja überkreuzen. Das war eine Frage, auf die ich am liebsten gar keine Antwort hätte. Männlich. Aber ich bekam eine Antwort. Wer ist männlich? Bist du männlich? Hallo. Hi. Hier drüben. Aber wer antwortete mir da die ganze Zeit? Und warum reagierte mein EMF nicht? Wo? Du kannst auch gerne die Wünschelruten benutzen, um die Richtung zu zeigen, wo du bist. Wohnzimmer. Schon wieder das Wohnzimmer. Was war dort in dem Wohnzimmer? Warum wurde es so oft wiederholt? Und warum hatten wir keinen EMF-Ausschlag? Wohnzimmer, psychisch. So, Akku ist gewechselt. Und Tobi ist auch wieder oben angekommen. Also bei ihm ist alles in Ordnung. Kann sein. Und die App quatscht momentan komplett durcheinander. Ich schätze mal, ich werde sie einfach jetzt ausmachen. Und versuchen mit den Wünschelrouten zu kommunizieren und mit den EMF-Geräten. Ärgerlich. Willst du vielleicht, dass wir gehen, dann einfach für Ja überkreuzen oder für Nein auseinanderziehen?
Wir wollen dir nichts Böses. Sollen wir hier bleiben? Willst du mit uns reden? Nach innen oder nach außen? Achso, auf dem EMF meinst du. Ja, da war gerade ein kleiner leichter Ausschlag. Fällt dir es schwer, mit uns so zu reden? Magst du das EMF schlägt aus ganz leicht. Magst du überhaupt mit uns reden? Bis 15 Ausschlag. Versuchst du gerade das Gegenstand in meiner Hand zu bewegen? Es ist kein Ausschlag da. Die Wünschelrute bewegt sich. Bist du gerade hier anwesend und versuchst gerade die Wünschelrute zu bewegen? Das EMF schlägt nicht aus. 24 Ausschlag, elektrisches Feld. Kannst du bitte für mich nochmal die Wünschelrute bewegen? Egal in welche Richtung. Ganz leichter Ausschlag. Okay. Billigt mir das ein oder ist die Wünschelrute gerade zusammengefahren? Nee. Okay. Da ist auch gerade ganz leichter Ausschlag gewesen auf dem EMF. Magst du mit uns reden? Für ja zusammen, für nein auseinander. Ich merke richtig, wie der Druck ausgeübt wird. Aber das EMF schweigt. Bist du hier gestorben? Das war hier mal ein Sterbehospiz. Bist du hier gestorben? Oder magst du nicht darüber reden? Bist du hier überhaupt gestorben? Das EMF zeigte uns endlich einen Ausschlag, aber die Routen und der K2-Meter schwiegen. Als wir die Kameras ausmachten und nach unten wollten, schlug das K2-Meter aus. Haben wir unsere Zeit verschwendet? Waren Stromleitungen im Boden verborgen? Und warum haben wir es erst jetzt bemerkt? Wir wollten eigentlich kurz Pause machen und das EMF anfängt rumzuspinnen, also das K2-Meter. Aber das EMF gibt kein Wort von sich. Ganz leicht, ja. Aber was ist denn das? Ja, ich war ja die ganze Zeit an derselben Stelle und da hat dann gar nichts gemerkt. Ja. Die hatte erst angefangen zu blinken, als wir jetzt wirklich Pause gemacht haben und die Kameras in der Hand hatten. Beziehungsweise als wir die Kameras weggelegt haben. Ja, als wir die weggelegt haben, ja. Tja. Das kann man nur haben, ne? Ja, kommen die, ne? Bis du gehört. Okay. Okay. Wir machen jetzt auf jeden Fall kurz eine Pause. Ja. Gucken vielleicht, ob wir woanders in dem Haus nochmal versuchen können, Kontakt aufzunehmen. Mal schauen. Bis gleich. Ortswechsel. Wir sind im Wohnzimmer. Ach so, wie kann das natürlich sein?
Wir machen Pause. Kamera ist aus. Das Ding schlägt aus. Kaum ist die Kamera an, hört es auf. Ein neuer Versuch, beziehungsweise der zweite Versuch. Am Dachboden, scheinbar war da irgendwo im Boden eine Stromleitung verlegt und deswegen hat die App auch nicht funktioniert. Und der K2 Meter ausgeschlagen hat. Ich mache jetzt nochmal die App an, um zu schauen, ob vielleicht doch bessere Ergebnisse gibt, ob man auch darüber kommunizieren kann, weil die App läuft ja über ein Magnetometer. Also das Teil, was halt für die... Das ist ein Kompass. Nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Genau, ich mache jetzt nochmal hier die App an und dann versuche ich das Ganze nochmal. Soll ich das machen? Hölle! Das fängt ja schon mal sehr gut an. Geht das? Soll ich das machen? Ich finde den Knopf hier nicht mehr. So. Wir haben das Wort des Tages, die Hölle. Falls hier jemand anwesend ist, du kannst gerne mit mir kommunizieren über die Geräte, die auf dem Tisch liegen. Sie tun dir nichts, sondern zeigen einfach nur, dass du da bist. Du kannst auch gerne die Wünschelrute bewegen, um mit Ja zu beantworten zusammenkreuzen, für Nein auseinander, so wie es dir halt am besten gefällt. Bist du anwesend? Ist jemand hier? Du brauchst wirklich keine Angst vor uns zu haben. Missbraucht. Wurdest du missbraucht? Missbraucht. Hat man dir was Böses getan? Hier in diesem Haus. Missbraucht. Das ist oft. Das ist echt oft. Wurde dir hier in diesem Haus was angetan? Wurdest du in diesem Haus missbraucht? Missbraucht. Wurdest du hier in diesem Haus missbraucht? Du kannst gerne die Wünschelrute zum Bejahen überkreuzen und für Verneinen auseinanderziehen. Missbraucht. Bist du deshalb hier jetzt? Missbraucht. Alter. Wer hat dich missbraucht? Ich 12,7, 12,6. Wer hat dich missbraucht? War es jemand, dem du vertraut hast? Du kannst auch gerne die Bälle anfassen, wenn du möchtest, um uns zu zeigen, dass du noch da bist. Oder dich den EMF nähern. Sie nehmen dich nur wahr. Sie tun dir nichts. Was passierte hier? So oft haben wir noch nie ein Wort wiederholt bekommen. Es fühlte sich sehr seltsam an. Kamera! Ja. Magst du nicht gefilmt werden? Seit Tobi zurück war, ließ er die Wärme im Bild laufen. Beim Videoschnitt fiel mir auf, dass es keinerlei Material seitdem gab. Lediglich ein Fetzen, wo das Bild schwarz wurde. Technisches Versagen? Oder wollte uns jemand daran hindern, dass wir etwas finden? Wenn du nicht gefilmt werden willst, dann gib uns bitte ein Zeichen. Entweder die Bälle anfassen oder das EMF-Gerät oder K2 Meter.
kannst auch gerne die Wünschelruten bewegen. Für Ja zusammen, für Nein auseinander. Okay, die Wünschelrute hat sich auseinandergelegt. Kamera! Sollen wir sie ausmachen? Wie gesagt, wenn du willst, dass wir sie ausmachen, dann bitte einmal die Bälle anfassen oder die im Fs ausschlagen lassen. Untergang. Von wem? Nicht gefallen. Kamera. Da wir wirklich jemand nicht gefallen werden. Tut mir wirklich leid, aber wir würden es schon gerne, die Kommunikation mit dir filmen. Wir wissen ja auch schließlich nicht, wie du heißt. Das heißt, es wird niemand erfahren, wer du bist, sofern du uns nicht den Namen verrätst. Dürfen wir dich bitte filmen? Wir möchten nur nachweisen, dass es nach dem Tod weitergeht. Und du hast halt die Möglichkeit zu erzählen, was dir zugestoßen ist. Das ist mein Deal. Kamera! Sollen wir gehen? Bis bald. Okay. Dann müssen wir es wohl akzeptieren. Weil wir uns weigerten, unsere Kameras auszuschalten, Kamera. Wurden wir sehr deutlich wir gebeten zu gehen. Auf Wiedersehen. Wer auch immer hier war, es ließ auch nicht mit sich verhandeln. Noch hast du die Möglichkeit, mit uns zu reden. Nicht gefallen. Möchte wirklich nicht. Ich dachte, wir haben hier stehen. Wir haben auch gleich einen Ausschlag. Sechs. Jetzt ist es wieder auf Null. Also was hier auch immer an diesem Ort gefangen ist, es will per Ton nicht gefilmt werden. War auch wirklich sehr erstaunlich gewesen, wo die Kamera aus war. Es sind die Geräte losgegangen, also wirklich gerade 2 Meter hat ausgeschlagen. Das EMF hat wilde Werte angezeigt und sobald die Kamera angegangen ist, war hier sofort Totenstille. Niedriger. Und halt, ja, also sobald die Kameras an waren, ist alles sofort wieder runtergegangen, die ganzen Werte. Und ja, den Rest habt ihr jetzt gesehen. Schon Wahnsinn, also wer auch immer hier ist, er will nicht gefilmt werden, hat schon Redebedarf, aber will halt nicht dabei gefilmt werden. Deswegen müssen wir wohl das Ganze respektieren und werden jetzt auch die Location hier verlassen. Fakt ist, also ich habe schon das bekommen, was ich haben wollte. Kann sein. Ja, jetzt redet die App durcheinander mal wieder. So oft ein Wort hintereinander gefallen. Das war doch nie. Das war wirklich viel zu oft gewesen.
Genauso wie gewarnt, dass wenn wir die Kamera nicht ausmachen, dass irgendetwas passiert. Oben hat er einmal bloß aufs Wohnzimmer verwiesen. Ja, oben hat es uns auf Wohnzimmer verwiesen. Das war auch sehr interessant gewesen. Wohnzimmer, männlich, auf die Fahrer. Da sagt, bist du böse? Ein Ja kam. Ja. Und dann wirst du ja das Zeichen zu mir. Dann verlassen wir jetzt den Raum. Ja. Auch wenn unser Besuch unter keinem guten Stern stand und die Wärmebildkamera nichts mehr aufzeichnete, hatte ich dennoch das Gefühl, mit jemandem Echten zu reden. Vielleicht war es nur der Wunsch, getrieben von der Furcht, nach dem Ableben sich in der Dunkelheit aufzulösen. Aber wenn es wirklich so ist, woher kommen dann die Träume, die Geschichten und das seltsame Gefühl an den seltsamen Orten? Wer beobachtet uns, wenn wir ganz alleine sind? In der Dunkelheit, in der Kälte. Woher kommen die Mythen und die Legenden über das Leben nach dem Tod? Und den Sensenmann, der uns eines Tages einholt, um uns an einen anderen Ort zu bringen. Was ist das für ein Ort? Und existiert er überhaupt? Mein Name ist die Katze und ich wünsche euch schönes Halloween.